Was geht ab, Leute? Tag 14 in der Quarantäne. Wir haben für euch die besten Tipps zusammengestellt, wie man den grauen Alltag hier überstehen kann. Ich glaube, wir haben hier den ein oder anderen Tipp ausgegraben, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Lasst uns ein Like da und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos. Wir haben ein DIY für euch für ein cooles Corona-Quarantäne-Getränk, was euch die Zeit sowas von versüßen wird. Lasst uns anfangen. In Zeiten von Corona kann es manchmal sehr langweilig zu Hause werden. Zum Glück gibt es Freunde, die man anrufen kann, mit denen man Videochatten und manchmal sogar lustige Spiele über Videochat veranstalten kann. Ich rufe jetzt meinen guten Freund Tobias an, den berühmten Schauspieler von Freiend. Mal sehen, was er so macht in der Quarantänezeit. Hallo. Hallo. Junge, hör auf, mich anzurufen, es nervt mich. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber ich habe dir jetzt schon ein paar Mal gesagt, hör auf, mich anzurufen. Wieso verstehst du es einfach nicht, Junge? Es nervt einfach nur. Ich mache einen Vlog fürs Internet und wollte einen Freund anrufen, damit wir zusammen... Wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde. Checkst du das nicht? Ich schreib dir nicht zurück. Ich rufe dich nicht zurück. Ich blockiere dich die ganze Zeit, ich bin gerade nur aus Versehen drangegangen. Nein, ich bin auch nicht nur drangegangen, gerade weil wir befreundet sind. Ich bin drangegangen, weil ich aus Versehen nicht gesehen habe, dass du das bist. Und ich möchte einfach, ich weiß nicht, wie ich es dir noch sagen soll. Ich möchte einfach keinen Kontakt. Du bist wie ein Stalker, Junge. Wieso verstehst du das nicht? Ich wollte eigentlich noch nett zu dir sein, bin ich ganz ehrlich. Und habe mir gedacht, okay, lädst ihn halt auch ein auf der Party. Vier Leute standen da, ich wollte alle einladen und du standest halt dabei und dann aus Höflichkeit, wie man das halt so macht, lädt man halt die Person dann auch noch ein, damit du dich halt nicht blöd vorkamst. Da wusste ich aber nicht, wie du bist und was du machst und keine Ahnung was. Und du hast dich so auf der Party so scheiße verhalten, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mit diesem Jungen keinen Kontakt mehr haben. Das war eine Party, da waren meine Eltern da, meine Oma, mein Opa und du fängst dann einfach an zu strippen. Und das Ding ist, ich persönlich finde, wenn ich was mit dir unternehme oder wir uns unterhalten, dann haben wir keine Konversation. Ich habe keinen Spaß, mit dir etwas zu machen. Bitte respektiere das und hör auf, mich anzurufen. Dumme Scheiße, das sollte doch einfach nur ein lustiges Video werden. Ach so, das Getränk zum selber machen.